Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pantoffelkino. Heute mit Volker und Christian. Hallo, hallo. Und für heute haben wir uns ein besonders schönes Thema ausgesucht, nämlich Brad Pack-Coming-of-Age-Filme. Wir konnten uns nicht ganz einigen bei dem Titel. Genau. Jetzt, ich muss hier noch mal ein bisschen an meinem Hemd zupfen. Was ich schon mal nicht bemerkt haben nicht gesehen hat. Sammelst du? Nein. Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt sprechen wir über Ferris macht blau. Ferris Bueller's Day Off und hier kommt der Trailer. Der 16-jährige Ferris steht kurz vor seinem Highschool-Abschluss. Das Wetter in Chicago ist fantastisch und er macht sich ein bisschen Sorgen, dass er vielleicht in der Zukunft, wenn er aufs College geht, nicht mehr so viel Spaß haben kann, vor allem mit seiner Freundin Sloane und seinem besten Freund Cameron. Deswegen beschließt er, dieser Tag muss blau gemacht werden, er geht nicht zur Schule und seine Freunde müssen mitkommen. Da er dieses Semester aber schon 8-mal gefehlt hat, muss er sich jetzt schon ein bisschen mehr einfallen lassen, um sowohl an den Eltern als auch an dem Schulleiter Rooney vorbeizukommen. Er hatte aber schon Übungen und wie er selber sagt, er wollte eigentlich ein Auto haben. Seine Eltern haben ihm aber leider nur einen Computer geschenkt. Manipuliert er das Computersystem, stellt sich krank. Und dann passiert sozusagen in der ersten Szene das, was diesen Film eigentlich damals so besonders gemacht hat. Denn Ferris hört auf, mit seinen Eltern zu reden, dreht sich um und redet mit uns, mit dem Publikum. Er durchbricht die vierte Wand und gibt schon mal so ein paar flotte Tipps zum Schule schwänzen und wie man das am besten organisiert. Und ab da sind wir sozusagen auf seiner Seite, auf der Seite von Matthew Broderick, der in seinem ganzen Leben diese Rolle nicht mehr losgeworden ist. Was unter anderem, glaube ich, damit zusammenhängt, dass er auch irgendwie immer noch so aussieht. Der ist einfach kaum gealtert. Genau, und er nimmt uns und seine Freunde mit auf eine quasi Touri-Tour, kann man sagen, fast schon, durch Chicago. Das ist die Heimatstadt von John Hughes, dem Regisseur, der den Film angeblich in 2 Wochen geschrieben hat. Und er hatte das Ziel, uns, dem Publikum, sozusagen die allerschönsten und besondersten Orte in seiner Heimatstadt zu zeigen. Eine Liebeserklärung an Chicago. Und ich finde, das ist ihm gelungen. Ich muss jetzt noch kurz, bevor ihr einsteigt, muss ich noch kurz loswerden. Das war eigentlich meine zweite Wahl für die 400-Folge, also für meinen persönlichen Film, weil als ich klein war, hatte mein großer Bruder irgendwie diesen Film auf Videokassette angeschleppt und da wir sowieso nur 2 Kassetten hatten, auf der anderen war Zurück in die Zukunft, habe ich diesen Film sehr, sehr unverhältnismäßig oft geguckt. Einer aus dem gleichen Jahr, ne? Glaube ich. Ja. Und das ist ein Jahr später. Okay. Und also ich liebe diesen Film wirklich extrem. Und ich kann den auch immer wieder gucken und ich habe sofort gute Laune. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein, also man kann den gucken, wenn man krank ist und es einem schlecht geht. Und dann so, Ferris. Genau, und als ich das erste Mal nach Chicago gekommen bin, stand ich da und habe gedacht so, ja, kenne ich, ja, weiß, wo ich hingehen muss. Dann und hat das ja funktioniert, was Herr Hughes vorhatte, dir Chicago nahezubringen. Absolut funktioniert und hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Wie war es bei euch? Ja, also der Film fällt ja raus, finde ich, auch bei den John Hughes-Filmen, weil er halt eine ganz andere Art von Geschichte erzählt. Mhm. Also es geht ja eben hier nicht um dieses übliche Freundschaften, Beziehungen, die sich ändern, Leute, die versuchen, zueinander zu finden oder irgendwie sowas, sondern es ist ein reiner Spaßfilm. Im Prinzip, die Beziehung ist hier schon geklärt, sozusagen. Bester Kumpel und Freundin, die er dann ja auch noch loseist und mitnimmt. Ja. Naja, also. Das ist aber kein Spoiler. Und es geht einfach nur darum, Spaß zu haben, Blödsinn zu machen und gute Laune zu haben. Also sozusagen das Leben zu genießen und einfach nur Spaß zu haben. Das ist eigentlich so die Message, die einfache Message, die da rauskommt. Ja, im Prinzip Carpe Diem. Ne? Ja, der Club der toten Dichter später dann für sich beansprucht hat. Oder, naja. Ja, der hat es ein bisschen ernsthafter, pathetischer auch aufgetragen. Ferris dagegen ist insofern ganz einfach gestrickt. Aber das hat es natürlich, und da das alles auf so eine liebenswerte Art und Weise geschieht, macht das dann eben auch richtig Spaß. Ja. Ja. Wobei, natürlich ist man auf Seiten von Ferris, denn der Schuldirektor, da von Jeffrey Jones gespielt, ist schon ein bisschen sehr überzogen hinter ihm her. Ist natürlich auch alles total eine Nummer drüber. Aber es ist so lustig. Aber es ist lustig. Ja. Also genau. Auch wenn man heute Jeffrey Jones nicht mehr so gerne
engagiert. Damals habe ich Tränen gelacht darüber. Ja. Ich habe den Geoffrey Jones wurde direkt danach für den großen frühen Superheldenfilm von George Lucas produziert, engagiert. Howard the Duck. Ja. Tierischer Held, mit Lea Thompson in der Hauptrolle, wo er den Schurken gespielt hat. Das war es dann aber auch so ziemlich mit größeren Rollen. Ganz, ja, Beetlejuice. Und Ed Wood und generell bei Tim Burton war er hin und wieder. Ja, genau. Neulich war er doch auch schon wieder in Sleepy Hollow. Aber genau. Da und in Howard ist er mir dann meistens. Ja, genau. Ist er auch. Ja, der ja auch wirklich, also da erinnert man sich ja auch an ihn. Ist also auch eine gute Rolle, aber natürlich totaler Quatsch. Als Gegenspieler. Ja, ich finde ja, je öfter ich den gucke, desto mehr denke ich, eigentlich ist Cameron die Hauptfigur, weil der ist ja der beste Freund, gespielt von Alan Ruck, der die Entwicklung durchmacht. Also wird es ja auch wirklich sozusagen eine Auseinandersetzung mit mentaler Gesundheit. Und hat dann auf einmal einen ganz anderen Ton. Aber so beim ersten Gucken fällt das gar nicht so auf. Da ist dann an sich schon eine Entwicklung, stimmt. Aber das wird für mich so überlagert, finde ich, gerade wenn du zuerst mal guckst, halt von dem ganzen Let's Have Fun-Thema des ganzen Films. Ja, ich habe ihn damals im Kino gesehen. Wie gesagt, ich fand ihn damals toll, ich finde ihn heute toll. Alan Ruck war übrigens auch schon deutlich, aber eigentlich optisch nicht, aber er war deutlich zu alt. 10 Jahre älter. Ja, das sieht man aber gar nicht. Also der Typ sah immer sehr, sehr jung aus. Ich finde es super. Ich mag auch die deutsche Synchro, auch wenn er dort von Santiago Ziesmer synchronisiert wird, was viele kritisiert haben. SpongeBob. Ja, heute sagen wir SpongeBob. Damals gab es ja SpongeBob nicht. Und klingt überhaupt nicht wie Matthew Broderick im Original, passt aber zu dem Charakter irgendwie total, weil er wirklich das witzig macht. Ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir hier noch zwei Rote Flut-Schauspieler haben. Ja, Charlie Sheen und Jennifer Grey. Ja, Jennifer Grey übrigens in einer Hammerrolle. Ja, die zickige Chefin, die so, immer kommt er damit durch. Und Charlie Sheen auch in einer Rolle, wo du denkst, wow, Typencasting. Das ist aber du bleibst jetzt dabei, ne? Jennifer Grey, bekannt aus Die Rote Flut. Definitiv. Hat noch was anderes gemacht? Ja, natürlich, Ferris. Nein, Charlie Sheen hat tatsächlich für seine Rolle, ich glaube, irgendwie 2 Tage nicht gepennt oder so, damit er so richtig fertig aussieht. Das ist ihm gut gelungen. Aber auch ein schöner Gastauftritt. Nein, toller Film, liebe ich. Habe ich vor kurzem erst gesehen, als die 4K-Scheibe kam. Absolut empfehlenswert. Die ist voller Bonusmaterial. Das ist sehr interessant. Ja. Auch ganz viele Interviews heute mit den Leuten. Mhm. Es gab ja auch so ein, während der Pandemie gab es irgendwie so ein Reunion. Ja. Man ja immer so erschreckt, wie Jennifer Grey jetzt aussieht. Und ach so, noch mega geil. Also eine der bekanntesten Szenen vom Anfang ist ja die, in der Schule, wo dann das erste Mal auffällt, dass Ferris nicht da ist und dieser schreckliche Lehrer dann halt so 50 Mal seinen Namen gefühlt nennt. Und der war ja ein echter Lehrer oder Professor, den man gecastet hatte, der da quasi auch einfach seine Stunde. Und der war bei diesem Reunion-Video, glaube ich, auch dabei. Ja. Und er meinte, ach, das hat so Spaß gemacht. Ja, der ist im Bonusmaterial von der 4K-Scheibe. Ja. Ist das auch. Ben Stein heißt er, glaube ich. Wir wollen jetzt auch gar nicht mehr. Was wir noch spoilern müssen, ist natürlich das Auto. Ich glaube, wie alle guten 80er-Jahre-Filme, hat das ein cooles Auto. Und wir haben was gelernt. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann geht der Tachostand nicht wieder zurück. Ein Auto, das eher wenig Jugendliche in den 80ern gefahren sind, natürlich deshalb auch sehr heraussticht. Ja. Das war's für den Moment. Aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.